Ja, so ein erinnert dran auf jeden Fall. Ja, als Coverart für alle Leute, die so ein bisschen US-amerikanischer eingestellt sind, stellt euch vor Indiana Jones mit einer Peitsche. Also, wie immer. Ja. Und wenn ihr so ein bisschen japanischer drauf seid, stellt euch vor die Anime-Version von Indiana Jones. Also jetzt So, ohne also. Scheiß. Willkommen zum ehrlichen Erich. Was hast du gesagt? Erwin. Erich, ja genau, Erwin, ehrlichen Erwin. Erwin. Ja, so. Willkommen beim ehrlichen Erwin. Egal, Prozent. Von 1992 auf der Genesis. Genesis-Konsole Genesis. im Schnelldurchlauf von Ma Michael. Nee, machen wir einfach mal so. Einfach Michael. Das Spiel Michael. kam übrigens auch raus für den für Mega CD. Oh, okay. Also war es eventuell sogar tatsächlich halbwegs erfolgreich. So, erstmal ganz wichtige Anmerkung. Der Weltrekordrunner und auch Mike hat angemerkt, dass das Spiel die größte RNG-Hölle ist. Was man hier sieht, alle Gegner bewegen sich immer random. Sie schlagen komplett random zu. Und er hat sich gerade mit einem Tod, indem er, ich sag mal, hinfällt, beim Tod, die Animation beim Hinfallen, einfach durch eine Tür geglitscht. Und das werden wir noch ein paar Mal sehen. Und wie ihr seht, dieses Spiel sieht unglaublich, also ich finde, es sieht unglaublich komisch, also wirklich richtig komisch Es aus, sieht auch, besonders der Charakter. allein die Animationen vom Charakter sind einfach so merkwürdig. Es sieht Ja. halt nicht aus wie ein Mensch, es sieht aus wie so Künstlerpuppen, weißt du? Ja, Mannequins. Diese Mannequins, genau. So, what the fuck? Was sehe ich da? Wir wissen es nicht. Was bin ich sehend, auf jeden Fall. Random ist nicht deutsch, schon ist komplett zufällig. Was zum Fick bin ich sehend? Kann mir jemand weiterhelfen? Was ist vorne eine Capture Card? Gute Frage, kann ich hier nicht beantworten. Tut mir leid. I call it the hot dog whip, and as you can see, it fits perfectly on his Ernest Evans head because he's a world-class adventurer. He looks scared looking behind him. Also, Entschuldigung, ich muss ein bisschen, wenn ich kurz still bin, liegt das einfach daran, dass ich das Spiel noch nicht ganz verstanden habe, obwohl ich mich informiert habe. Okay, er klebt jetzt einfach in der Wand fest, weil er einfach schräg stand. Das kann anscheinend hier passieren im Spiel, Dann weil ist er wohl die kurz Hitboxen hängen einfach geblieben. voll für den Arsch sind. Ja. Also, irgendwie ist das ganze Spiel random. Er hat übrigens eben gerade einen Upgrade aufgehoben. Also eigentlich heißt es, glaube ich, Laserpeitsche oder Feuerpeitsche, aber sieht einfach aus wie Hotdogs. Er wählt Hotdogs. Ja, dann Ja, hat er einen auf Hut jeden Fall. auf. Also wenn er die Hotdog-Peitsche hat, hat er auch einen Hut auf. Entschuldigung, wenn wir lachen, ist es einfach wirklich sehr, sehr komisch, das Spiel. Der ehrliche Erwin meint's halt nicht ernst, ne? Ja. Ich wurde auch gerade im Hauptstream gesagt, es wird öfters mal mit der Ragdoll, also das Spiel hat Ragdoll Physics, also kannst du Es soll ein übersetzen. Ragdoll Physics sein von dem Charakter, Ja. deswegen sieht er halt aus wie so ein Mannequin, der sich animiert. Es hat aber keinen Zweck, also es ist im Game, es ist überhaupt nicht im Gameplay vorhanden, also du nutzt es nicht, wenn du es regulär spielst. Der Speedrunner nutzt es halt hin und da mal zum Klippen, also um sich irgendwo durchzuschieben, wo man nicht durch soll. Aber rein vom Spiel wird es überhaupt nicht genutzt. Es ist halt ein Gimmick, was gemacht wurde, weil die Entwickler wahrscheinlich sich dachten, wir wollen das mal machen. Dachten halt, es sieht cool aus, weil so an sich gab es damals ja nicht wirklich Vector Physics. Ja. Ich kenne kein Spiel der damaligen Zeit, was gute Vector Physics hat. Oder überhaupt irgendwas Ähnliches. Also richtige Vector Physics. Es gibt so Ja. ein paar, die haben das vielleicht mal simuliert. Es gibt ja diesen einen Plattformschuler, dessen Namen ich jetzt nicht kenne, da wird das ganz gut genutzt, aber so, ja. Ist halt wahrscheinlich drin als kleines Gimmick und ja. Was auch gerade im Hauptstream gesagt, er hat kein Gesicht, das ist irgendwie verstörend. Was? In Cream Styles, wenn du ganz regulär streamen willst, nimm einfach eine Grafikkarte und OBS, das sollte klappen zum Encoden. Capture Cards halt, wenn du eine Konsole noch abgreifen willst, das kommt auch wieder auf deinen persönlichen Geschmack an. Da musst du mal googeln, können wir dir jetzt gerade nicht helfen. Wir sind gerade bei GDQ. 1080p sollte in Ordnung sein, wenn du die Leitung hast. Er hat gerade einen Damage Boost gemacht, schrägstrich einen Todesboost, indem er sich stirbt und die Ragdoll sich wegschmeißen lässt und die Richtung, in der weggeschmissen wird, ist davon gemacht, wo er hinguckt, wenn er stirbt. Und das ist jetzt Miniboss, wo er den RNG-Cycle, also eine gewisse Phase abwarten muss, während er am Boden liegt und ihn haut.
Und wenn er Pech hat, wird er halt einfach von irgendwelchen Sachen getroffen, die einfach komplett zufällig irgendwo Level spawnen. Aber es hat gut geklappt, obwohl er Schaden bekommen hat. Ich wundere mich immer noch jedes Mal über diese Animation, wenn ich die sehe. Das ist ich habe halt einfach keine Ahnung. Laufen ist komisch. Also er kann übrigens auch blocken, aber das ist funktioniert nicht wirklich. Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Weiß ich nicht. Vielleicht eine sehr, sehr hohe Menge Alkohol. Bei dem Level sollte man in dem Zug eigentlich nach unten gehen, aber die Entwickler haben leider vergessen, irgendwelche unsichtbaren Wände oder so einzubauen, die Spieler daran hindern würden, einfach weiterzugehen, deswegen. Wen interessiert's? Was für eine Bewertung das Spiel? Ich weiß, dass es von Usern eine Bewertung so um die 2, bis 3, von 5 hat. Also, solides Mittelfeld. sieht aus wie Booty von Story Uno. Oh, ja, stimmt. Genau, stimmt. Wenn man sich an den Toy Story Run erinnert, sehen die beiden sich sehr ähnlich. Seine Oberschenkel sind größer als seine Schienbeine. Das ist so verstörend. Also, man kann was zur Story sagen. 1930 hat Ernest Evans ein paar mitgekriegt, dass es Idole gibt, Artefakte, die die Macht haben, die Welt zu zerstören. Ist dann aber leider bei dem Versuch, diese zu finden, gestorben. Und ein paar Jahre später hat Ernest Evans 3, den die hier spielen, dann die Arbeit von seinem Opa, Uropa übernommen. Ja. Das ist alles. Wir suchen diese Idole, die die Welt vernichten sollen. Legit. Ist weil das er so ehrlich ist, macht er das halt gerne für die Welt. Ja. Der ehrliche Erich. Mein Gott, Erwin! Ist das jetzt der Awful-Block? Ja. Ist, also, ja. Nee, eigentlich nicht, das ist ein Qualitätsspiel. Also, auf jeden Fall, wenn man... was eigentlich gerade ganz gut ist, wieder ein Boss. Und was er machen muss, ist auf dem Arm stehen bleiben, damit er keinen Schaden bekommt. Und das hat sehr gut geklappt. Was passieren kann, ist, dass der Boss einfach anfängt, seine Arme zu drehen und dann klappt es nicht. Und Ragdoll Physics. Und ich verstehe nicht, das ist so weird. Der Typ spielt auch in der, weiß ich nicht. Triple A-Game auf jeden Fall. Hat Triple A-Game, Mensch, so ja, stimmt. Ja. Oh, wir haben eine neue Waffe, wir haben die Keule des Todes. Wie lust. Was mir auch gerade auffällt, er schwingt eigentlich alles ein bisschen lustlos. Ja. So, ach ja, okay, ich töte dich, okay. Also, ihm tut das wahrscheinlich ehrlich leid. Er sieht halt auch so aus mit den Haaren an der Seite, dass er einfach so nach hinten in den Hintergrund guckt und einfach so durch den Gegend rennt. So komplett desinteressiert von dem, was er überhaupt macht, ne? Er guckt auch die ganze Zeit so ein bisschen auf den Boden. Ja, ja. Ohne Grund. Er ist so ein bisschen, er hat auch eigentlich gar keine Lust. Er hat das halt von seinem Uropa übernommen, diese Mission, denkt einfach, eigentlich habe ich nur Bock, zu Hause zu sitzen, Pizza zu essen. Und... Ah ja. Aber weil er so ein ehrlicher Typ ist, muss er halt die Welt immer retten. Der Robo, keine Ahnung. Wie kommt man darauf, sowas zu runnen? Ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich einfach, weil es lustig ist, weil es wirklich einfach so vielleicht ist, es wieder so ein Trash-Charakter. Es gibt ja auch Trash-Filme. Und das ist halt auch so ein Trash-Game. Es ist halt viele Speedrunner haben einfach Lust auf diese Trash-Spiele. Ich meine, Sakurion, also unser Sakurion hat auch selbst viel Lust auf diese Meme-Spiele, die er sehr gerne spielt. Mag auch mit Trash-Games gehen. Was man, die Leute lachen ja auf der Couch, es ist halt schon lustig. Wir lachen ja auch gerade mehr als beim normalen, weil man einfach so komisch ist, wie einfach mit der Peitsche so rumwackelt, wie so ein, weiß ich nicht, und dann holt er irgendwann nochmal die Hotdog-Peitsche raus und... Das Cyborg-Beine, nein, das ist eine Ragdoll. Das soll einfach die Animation des Spiels darstellen, weil das Spiel mit Ragdoll Physics arbeitet. So, er kann sich auf den Boden legen, was tatsächlich eigentlich keine Funktion erfüllt, außer dass er halt am Boden liegt. Ja, weil die Peitsche ist eh überall. Ja, die Peitsche ist einfach überall, den ganzen Bildschirm verteilt. Ja, die Peitsche ist einfach überall. Ja gut, hier erfüllt es ein bisschen Physik, unsere Hickebox ist unten, dass der Boss uns einfach nicht treffen kann. Ja, richtig. Das Problem ist halt, er im Speedrun kann es nutzen, aber wenn du regulär spielst, das Hinlegen, wie ihr seht, es dauert halt einfach und er kann sich dabei nicht bewegen. Eigentlich legst du dann erstmal still und das ist ganz komisch. So. Wir haben es ja so eingebaut, ohne dass es jetzt einen rein gameplay-technischen Effekt hat. Außer halt, er kann sich hinlegen, wow. Ja. Oh mein Gott, Ernest Evans kann den Mooncrawl. Oh
Hallo? Es ist die weiterentwickelte Version von Moonwalk. Was erwartest du? Übrigens, Time ist, sobald dieser Boss vorbei ist, ist es also schon der finale Boss. Ich würde gern nochmal eine Epilepsie-Warnung in den Chat rufen. I'm so glad you invited me to this, because this is like... I'm glad you're on the galaxy. Entschuldigung, einfach sprachlos gerade, muss man wirklich sagen. Dieses Spiel ist, das wird nur noch besser mit dem nächsten Spiel. So, Time. Und jetzt kommt ein Spiel, was qualitativ noch schlimmer ist. Spoiler doch nicht alles. Ja. Ja, der Hintergrund ist auch komplett am Wegtrippen gerade. Ja. Oh, wir haben eine Cutscene sogar. Eine Indiana Jones Cutscene mit einem Bogen, der hinter uns herrennt. Wollt. Ja, und er darf die ganze Zeit weglaufen, bis halt die Quelle vorbei ist. So, was ist das für ein Endcutscene, hallo? Ist es jetzt vorbei? Haben wir es geschafft? Er rennt halt jetzt einfach, was? Ja, er läuft jetzt einfach vor irgendeiner Kugel weg. Ja, Sabel, jetzt kommt dein Spiel. So, Leute, wir gucken jetzt nochmal auf Schedule. Ausrufezeichen Schedule Command für den Programmplan, oder Ausrufezeichen Programm für den Programmplan, so. Gleich kommt Rex Ronan, Experimental Surgeon, ihr habt gerade gesehen, den ehrlichen Erwin. Schnelldurchlauf, egal Prozent, auf der Genesis Konsole aus dem Jahr 1992, kommentiert von Privat und unter so. Das ist auch gut. Auch gerade eine Minute gedauert, bis ich das gemacht habe. Ich glaube auch so. Wie übersetzt man meinen Namen? Privat ist okay, aber. Ja, das ändert sich nicht viel, ne? Ja. Also, Sabbel, wenn du immer noch willst, kannst du herkommen. So wie du das Spiel feierst, wirst du eh die ganze Zeit bloß quietschen. Ihr guckt übrigens gerade super Spiele schnell gespielt. Was? Super Spiele schnell? Awesome, ja, super. Auch voll ist es jetzt. Wir sind ja, aber nie so, ich meine das Event. Oder schlimme Spiele schnell gespielt. Das ist gerade der Abschnitt mit schnell gespielt. Hi! Hallo, Sabbel. Und wir haben jetzt hier Sabbel. Ja, ich feiere das Spiel voll. Sabbel hat sich das Spiel voll angeguckt, hat die ganze Zeit rumgequietscht und deswegen haben wir gesagt, ach komm einfach mit. Wenn du denn noch ein bisschen Zeit hast. Ja, ich hab noch Zeit. Ich muss ja gleich zum Zahnarzt, lol. Ja, das ist schon fast ein Spoiler für das Spiel, aber es geht um Gesundheit und Zahnarzt und Lunge. Wir haben ja als Bundesbürger immer einen Bildungsausauftrag und es kommt dann jetzt gleich. Also was ich so gesehen habe, es geht eigentlich darum, dass er sich verkleinert. Es gab halt mal so in den 90ern, ich glaube in den 90ern oder 80ern, so einen Film, wo man sich halt, wo so ein Typ sich verkleinert hat und in einen menschlichen, als Pille quasi in einen Mensch reingeht und da quasi die Viren bekämpft und einen Menschen Kram. Und das ist so quasi das Spiel. Ja, davon gab es ja mehrere Filme, auch alleine solche Filme, oder beziehungsweise Serien wie, einmal das Leben. Unser Körper, es war einmal das Leben. Ändern halt stark daran. Hallo, Zahnarzt, oh mein Gott! Was ist das für ein Teufel? Leute, das ist nur ein Zahnarzt. Weißt du, was ich interessant finde?